Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Community-Tool. Ich möchte euch heute das Tool von Zorro vorstellen oder Zorro 909. Und zwar hat er ein Tool geschrieben, mit dem man Hashcat-Commands kreieren kann. Teilweise ist es ja etwas brutal, sage ich jetzt mal, bis man sich da alles durchgelesen hat, die ganze Hashcat-File, die ganze Help-File und alles. Und ja, die Hashcat-Help-File unterstützt gefühlte 1 Milliarde Hashes. Und hier hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, salted, nicht salted, wo steht der Salt, Wordlist, bla 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 bla. Und da kommt man schon sehr schnell durcheinander und muss da 10-mal rumscrollen. Und deswegen hat unser Zorro jetzt hier eine wunderbare Application geschrieben. Und übrigens, das Ganze ist in Java geschrieben. Also fragt ihn vielleicht einfach mal nach dem Source Code. Er hat ihn nicht auf GitHub, er hat ihn mir direkt geschickt. Hier auf der Webseite ist es natürlich jetzt alles kompiliert in JavaScript. Und ja, das war es, glaube ich, eigentlich. Ja, doch, JavaScript. Und das war dann alles. Das heißt, ihr könnt zwar den Code angucken, aber er ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Während der Java-Code wirklich sehr, sehr schön geschrieben ist. Und er kann das Ganze auch super leicht noch erweitern. Das heißt, wir werden in Zukunft vielleicht noch mehr von ihm sehen. Und jetzt kann man hier relativ easy zusammenklickern, was man gerne cracken möchte. Das heißt zum Beispiel, man hat einfach einen Raw-Hash. Man weiß, es ist zum Beispiel SHA-512. Und man möchte das Ganze als eine Kombination aus zwei Dictionaries machen. Hier kann man jetzt auch einen Hash eingeben. Dann kann man hier einfach das Dictionary reinziehen sozusagen, beziehungsweise eingeben, wo es ist, also der Pfad dazu. Und dann wird automatisch hier das Kommando für euch zum Hashketten automatisch generiert und ihr könnt es einfach copy-pasten in die Command-Line und schon läuft das Ganze. Sehr, sehr praktisch und vielleicht sehen wir da sogar noch mehr Commands für eben die Kommandozeile. Das heißt sozusagen eine GUI im Endeffekt für eure Command-Line, die ihr online einfach zusammenklickern könnt. Sehr, sehr nützlich und vielen, vielen Dank dafür. Ja, und das war's eigentlich schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt das Tool genauso sehr wie mir und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.